Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute habe ich Axelar für euch, eine Plattform, die es dir ermöglichen soll, in Zukunft mit nur einem Wallet auf ganz viele verschiedene Blockchains zuzugreifen und so deine Assets sehr, sehr einfach mit einem Klick zu bewegen. Mein Name ist Max, ich mache deutschen Kosmos-Content, das heißt, lass mir gerne ein Abo da, wenn du in dem Fall nichts mehr verpassen willst. Zusätzlich habe ich einen Community-Discord, darauf kannst du joinen und dich austauschen mit meiner Community. Wenn du Fragen hast, wird dir immer sehr schnell geholfen. Und ich habe noch einen TikTok-Channel, auf dem Crypto-Comedy oder kurze Tutorials oder Infos kommen, sobald mal irgendwas passiert. Und damit würde ich sagen, viel Spaß im Video. Und bis gleich. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo. Heute habe ich Axelar für euch. Wie schon im Intro gesagt, möchte Axelar die größte Plattform dafür werden, dass du nur noch ein Wallet brauchst mit einem One-Click-User-Experience. Aber ich würde sagen, wir starten doch direkt mal mit der Legende rein. Was brauchen wir, um Axelar überhaupt zu verstehen? Was macht Axelar überhaupt? Als erstes schauen wir uns das an. Wie macht Axelar das überhaupt? Die Risiken dabei? Coin kaufen, ja oder nein? Und nochmal ein Fazit von mir. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt rein, was Axelar macht, weil das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Um zu verstehen, wie sie es machen, das ist nochmal komplizierter, aber um zu verstehen, was sie machen, ist relativ einfach. Axelar steht in der Mitte und connectet im Endeffekt jede Blockchain, die in Axelar eingebunden wird. Und somit kann zum Beispiel dann irgendwann ein AVAX von der AVAX-Chain einfach so auf die Secret-Chain geschickt werden und das Ganze über Axelar. Wir brauchen da nichts weiteres machen, wir brauchen nur das Interface von Axelar. Da gehen wir auf das Netzwerk zu dem Netzwerk. Dann wird das einfach proceeded, durchgeführt und schon haben wir dann unsere AVAX auf der gegebenen Chain. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon rein mit dem Thema, wie Axelar das Ganze macht. Wenn dich die Technik nicht ganz interessiert, schau gerne mal unten in den Timestamps, da kannst du dann direkt zum einfachen Beispiel rüberspringen. So, als allererstes schauen wir mal die Struktur von Axelar an. Oben haben wir die Application Layer, dort sind die einzelnen Netzwerke mit ihren Applikationen. Zum Beispiel ist da ein Ethereum mit seinem Aave. Ein AVAX mit seiner, was auch immer darauf läuft, Cosmos mit irgendeinen DeFi-Projekten oder Polkadot. Dann haben wir die Layer 1s, die einzelnen Chains mit den Gateways. Das heißt, jede Chain hat nochmal ein Gateway von Axelar, die dann eben schauen, was auf der Chain los ist und dann auch mit der Haupt-Axelar-Chain kommunizieren. Unten haben wir noch das Axelar Network, ein ganz normales Cosmos SDK-Projekt aufgebaut. Natürlich hat das auch IBC enabled. Und unten steht dann eben der Konsensus durch die Validatoren. Eine Multi-Party-Computation durch die Validatoren oder auch Voting to Verify On-Chain-Events. Das ist sehr, sehr wichtig dann später für die Cross-Chain-Transaktion. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Fachbegriff und das ist das Cross-Chain General Message Passing Requests. Das ist im Endeffekt, dass die Chain, die eben die Transaktion starten möchte, dem Netzwerk irgendwie sagen muss, dass sie das machen möchte. Und dafür kann man verschiedene APIs einbauen, wenn man ein Entwickler auf der Chain ist. Das heißt, du bist zum Beispiel bei AVAX ein Entwickler, kannst dann die APIs von Axelar einbauen und schon kann diese Applikation dann mit Axelar interagieren. Das heißt im Endeffekt, du willst auf eine andere Chain mit den Coins, die API ermöglicht es, der anderen Chain das zu sagen. Das heißt, diese APIs sind einfach dafür da, dass Axelar Bescheid weiß, dass diese Chain gerne Coins woanders hinschicken möchte und kann dann auch über Axelar dann die anderen Chain sagen, dass sie dann neue Coins bekommt. Zusätzlich kann durch die Gateways eine Smart Contract Interaktion stattfinden. Das heißt, du kannst zum Beispiel direkt mit einem Ethereum ein DeFi-Projekt in Cosmos nutzen, weil einfach das Gateway direkt mit einem Smart Contract auf Ethereum operieren kann. Aber was ist denn überhaupt ein Gateway? Ein Gateway ist im Endeffekt ein Zuhörer. Auf EVM-Chains ist das eine Smart Contract-Adresse, auf Cosmos-Chains und nicht EVM-Chains ist eine Applikation, die mit Axelar kommunizieren kann. Und dieses Gateway wird durch einen Schlüssel kontrolliert und dieser Schlüssel wird verwaltet von den einzelnen Validators. Das heißt im Endeffekt, dieser Schlüssel ist durch ein Cryptographic Scheme in ganz, ganz viele Teile aufgeteilt und jeder Validator hält im Endeffekt einen Teil dieses Schlüssels. Das heißt, sie halten ganz viele einzelne Teile dieses Schlüssels. Und je mehr AXL du halt als Validator stakes, desto mehr Gesamtanteil vom Schlüssel hast du. Das heißt, im Endeffekt ist es deine Entscheidung dann dementsprechend wichtiger und ausschlaggebender als jemand, der eben nur wenige Axelar-Coins als Validator gestaked. Kommen wir nochmal zum Gateway, nochmal grob zusammengefasst, was das heißt. Als allererstes sind die Gateways dafür, erstens Starten der Anfrage für Cross-Chain-Transaktionen auf Anfangs-Chain, das wird schon gesagt. Die ermöglichen es einfach, diese ganze Transaktion von Chain A nach Chain B in die Wege zu leiten. Und zusätzlich, zweitens, auf der Endchain sorgt das Gateway dafür, dass die Transaktion ausgeführt werden kann und vollendet das Cross-Chain-Protokoll. Jetzt gibt es natürlich ein weiteres Problem und das ist, wenn diese APIs nicht eingebaut sind auf der eigenen, auf dieser anderen Chain, dann brauchen wir was anderes und da kommen die Relayers ins Spiel. Und zwar geht es jetzt um das Thema externe Chains und Message Processing and Relayers. Das heißt im Endeffekt, ein Relayer kommuniziert über Cross-Chain-Anfragen mit dem Gateway. Das heißt, eine Chain, die nicht diese APIs eingebaut hat, kann einfach durch diese Relayers, die absolut
untrusted sind. Das heißt, jeder kann im Endeffekt Daten als Relayer irgendwo hinschicken und erst später werden sie dann verifiziert. Aber im Endeffekt kann das Relay dann sagen, okay, auf dieser Chain ist gerade eine Cross-Chain-Anfrage zu sehen und diese wird dann an die Gate, an das Gateway weitergeleitet. Das Gateway erstellt dann ein Event und dieses Event geht dann durch die Relayers wieder auf das Axelar-Hauptnetzwerk und dort wird dann über dieses Event abgestimmt, weil dort eine Umfrage erstellt wird, an denen dann Validators teilnehmen. Das heißt, ein Relayer sagt, es gibt eine Cross-Chain-Anfrage, dann sagt das Gateway, okay, habe ich gehört, habe ich gesehen, ich mache daraus ein Event. Dieses Event wird dann von den Relayers weitergeleitet an die Axelar-Chain und dann kommen wir auch schon, woher wissen wir, ob die Transaktion richtig ist. Nachdem dieses Event jetzt auf der Axelar-Chain angelangt ist, wird eine Umfrage erstellt bei den Validators und diese voten darauf. Um zu voten, müssen Sie checken, ob die Anfrage existiert. Und dafür hat jeder Validator eine eigene Node auf dieser anderen Chain. Jeder Validator braucht auf jeder Chain, die verbunden ist zu Axelar, auch eine Node, wo sie im Endeffekt den Status quo der Chain abfragen können. Und wenn sie dann dieses Event auf der Chain finden, dann voten sie ja, wir wollen die Transaktion durchführen. Und wenn sie dieses Event nicht finden, voten sie mit nein und sagen, die Transaktion soll nicht durchgeführt werden. Aber jetzt denkst du, okay, geisteskrank, als ob jeder Validator eine eigene Node auf jeder Chain laufen kann, weil du brauchst für jede Node auch Hardware, es sind Kosten und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Validator kann nicht einfach so eine Infrastruktur bereitstellen, aber dafür gibt es eine ganz einfache Lösung und zwar für jede Node, die du zusätzlich in das Netzwerk einbringst, bekommst du zusätzliche Staking Rewards. Das heißt, wenn du ein Validator bist mit durchschnittlich vielen gestakten Coins, aber dafür bei jeder anderen Chain nochmal eine Node hast, wirst du mehr verdienen als jemand, der vielleicht in den Top 10 ist, aber nur auf drei, vier wichtigen Chains eine Node hat. Das heißt, das ist nochmal ein sehr, sehr cooles Thema für Validators, dass sie zusätzlich mit Nodes mehr abdecken können und so auch mehr von dem Teil bekommen. Jetzt kommt natürlich das nächste Problem. Wir haben die Anfrage praktisch bekommen von der Anfangschain. Wir haben Axelar, die das bestätigt haben und in ihren Block included haben. Aber wie kann jetzt die andere Chain erfahren, ob diese Transaktion verifiziert ist und dass sie die ausführen können, beziehungsweise die neuen Coins auf ihrer Chain minten können? Antwort ist wieder Relayers. Beziehungsweise jeder kann eine verifizierte Nachricht an eine Chain weiterleiten. Das heißt, auch du könntest nicht unbedingt Relayer oder was auch immer du programmieren wollen würdest, könntest du irgendwie verifizierte Nachrichten an die Endchains schicken und dann könnte die praktisch damit interagieren. Das Gateway erhält nun auf der Endchain diese Nachricht. Das heißt, diese verifizierte Nachricht wird von den Relayers oder von irgendeiner anderen Quelle eben an die Gateways wieder weitergeleitet an der Endchain. Und das Gateway sichert dann die Freigabe und ein Hash der ausgegebenen Coins als Legitimation der Cross-Chain-Nachricht. Nun können die Coins freigegeben werden. Gateway bekommt diese verifizierte Nachricht, speichert dann gewisse Informationen und so könnten die dann sicher sein, dass die Cross-Chain-Transaktion auch erfolgreich ist und freigegeben werden kann. Problem ist jetzt nur, wir sind auf einer neuen Chain und dafür bräuchten wir eigentlich Gas-Fees. Das heißt, nur weil du AVAX auf die FMOS-Chain schicken willst, heißt nicht, dass du genug FMOS hast, um eben verschiedene Transaktionen durchzuführen. Das heißt, es sind mehrere Chains übergreifende Transaktionen, die auf jeder Chain ihre eigenen Gas-Fees brauchen. Und dementsprechend hat sich Axelar was sehr, sehr Entspannendes überlegt. Und das ist, du brauchst nicht für jeder Chain ein bisschen Gas-Fees, weil das wäre mega umständlich. Sie haben sich gedacht, du bezahlst von Anfang an erst einmal mit Axelar deine Gas-Fees. Axelar tauscht dementsprechend die ganzen Coins so um, dass du für alle Transaktionen genug Gas-Fees hast. Und so hast du praktisch die entspannteste und einfachste User Experience, die man haben kann. So, und für jeden, der jetzt dran geblieben ist, Respekt. Lass gerne mir ein Like da, lass mir gerne ein Abo da, weil das Video war sehr aufwendig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum einfachen Beispiel, um das nochmal zusammenzufassen. Und hier kommen wir schon zu einem nächsten Beispiel. Und aktuell haben wir die ganze Zeit von Beispielen gesprochen, wo jemand Ethereum dann auf der AVAX-Chain haben möchte. Jetzt sprechen wir hier aber über ein Beispiel, wo wir unser Ethereum gegen AVAX auf die AVAX-Chain schicken wollen. Das heißt im Endeffekt, wir tauschen unser Ethereum gegen AVAX ohne eine Centralized Exchange wie Binance. Und das funktioniert mit Axelar folgenderweise. Als allererstes haben wir hier unseren Hauptwallet. Hier wird dann gesagt, okay, Axelar, wir würden gerne eine Cross-Chain-Transaktion auf die Osmosis-Chain durchführen. Dann sagen die Relayers Axelar Bescheid, sagen, okay, so und so muss das sein. Dann sagen die Axelar Node Operator, die Validators, ah, okay, auf Ethereum finden wir diese Adresse, die wollen tatsächlich das tun. Dann geben wir das weiter an die Osmosis-Chain. Und sobald Osmosis das gesagt bekommen hat, gibt sie die Coins praktisch auf Ethereum frei. Und wir haben aus unserem Ethereum AXL Osmosis-Coins gemacht. Wirklich verrückt. Jetzt geht es aber weiter. Wir nehmen die DEX von Osmosis, swappen unsere Ethereum AXL zu AVAX AXL. AXL ist einfach nur wieder die Bezeichnung dafür, dass es ein durch Axelar gemintetes Derivat, sage ich mal, auf einer anderen Chain ist. Dieses AVAX AXL können wir nun wieder mit demselben Prinzip auf die AVAX-Chain schicken. Hier sagt dann die Osmosis-Chain einfach dem Axelar-Network wieder, okay, wir würden gerne eine Cross-Chain-Transaktion von Osmosis zu AVAX durchführen.
Dann sagt die Axelar-Chain, okay, wir verifizieren das. Die Axelar-Validators prüfen das wieder auf die Osmosis-Chain, dass es das auch stattfindet. Dann gibt Axelar diese verifizierte Nachricht über die Relayers wieder an die AVAX-Chain und schon werden diese Coins auf der AVAX-Chain freigegeben. Relativ simpel, deine Coins von Ethereum zu Osmosis, von Osmosis zu AVAX geschickt und hast dabei deine Ethereum zu AVAX getauscht. Und selbst für jemanden, den das kompliziert wirkt, ist es wirklich nicht. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren, ihr könnt ganz normal auf Osmosis gehen, ein bisschen mit dem Kepler Wallet rumspielen und werdet verstehen, dass das alles relativ simpel funktioniert. Natürlich braucht ihr aktuell noch zwei Wallets, ihr braucht ein MetaMask Wallet für die Ethereum. Zusätzlich braucht ihr ein Kepler Wallet, um eben mit Cosmos zu interagieren und dann eben ein AVAX Wallet, um mit AVAX zu interagieren. Aber genau das versucht natürlich Axela auch noch zu lösen irgendwann, dass du nur noch ein Wallet haben musst für alles, was du mit deinem Kryptos machen möchtest. Aktuell trotzdem einer der einfachsten Wege. Jeder, der sich mal überlegt hat, wie er irgendwelche Ethereum-Assets oder irgendwelche anderen Assets von einer Chain auf die nächste bringt, weiß, dass das sehr, sehr kompliziert sein kann. Und deswegen finde ich das eine sehr coole Sache. Weiter geht es natürlich mit den Risiken. Wir können nicht immer nur über positive Sachen sprechen. Und das ist bei Bridge-Anbietern eigentlich immer das Gleiche. Und zwar, was passiert, wenn wir ein Hack, wenn ein Hack vorliegt? Ja? Wir haben mittlerweile über 1 Milliarde Dollar, die gestohlen wurde durch Bridge-Hacks. Wenn Axelar davon betroffen werden würde, wäre das katastrophal für das Projekt und der Preis vom Coin würde wahrscheinlich in den Keller rauschen vorerst. Ich denke, das ist eben auch dann das Allerwichtigste von diesem Projekt, sich um die Sicherheit der Bridges zu kümmern. Und ich denke, das Prinzip, wie sie Transaktionen durchführen, ist auch dafür sehr gut geeignet. Normalerweise ist es halt eigentlich eher so eine Hin- und Her-Smart-Contract-Interaktion und bei Axelar ist dann doch nochmal ein bisschen mehr, auch noch mit der eigenen Chain, dass es da eingebunden wird. Das heißt, ich sehe zwar das Risiko für ein Bridge-Hack, halte es aber bei Axelar aktuell für eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist das, denke ich mal, der größte Kritikpunkt an Axelar und das wahrscheinlich der Fall des Projektes, wenn sowas passieren soll. Gehen wir weiter zum Coin an sich und schauen uns nochmal da an, was wir da zu dem Coin wissen sollten. Zunächst mal haben wir hier die Normalverteilung von den einzelnen Coins, das heißt 17% sind im Core-Team. Company Operations hat nochmal 12,5%, dann die Backers Seed 13,4%, Backers Series A 12,64%, Backers Series B 3,5%. Das heißt, wir sehen hier schon, knapp 60% der Coins sind an das Team oder an Early Backers gegangen, was schon eine Menge ist. Allerdings haben wir ein Vesting über 4 Jahre, das sehen wir hier, over 2 years, over 4 years. Das heißt, da gibt es nochmal unterschiedliche Sachen. Zusätzlich gab es noch einen Coinless Sale, dort gab es genau 50 Millionen Tokens zum Verkaufen, jeweils zu $1. Aktuell sind wir damit im Minus. Das heißt, jeder, der Axelar im Coinless Sale gekauft hat, ist im Minus und diese entsprechen halt 5%. 1 Milliarde Gesamtversorgung, 5% wurden durchs Fundraising rausgegeben. Das heißt, 50 Millionen Dollar haben die praktisch gesammelt. Und dann gibt es dann irgendwann noch 36% Community Programs. Das sind dann halt so Incentivize für Node Operator oder für Staking Rewards oder für Liquidity Pools. Sowas in die Richtung. Hier sehen wir nochmal die Ausschüttung. Nach 4 Jahren und ein paar Monaten haben wir dann die Maximalversorgung erreicht von 1 Milliarde Coins. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Wir haben es hier mit Kryptoprojekten zu tun. Das heißt, die Idee muss eigentlich immer der beste Kaufpunkt sein. Und ich finde die Idee von einer Cross-Chain-Interaktion mit nur einem Wallet fantastisch. Und ich denke, das wäre ein wichtiges Thema für die Mass-Adoption, damit zum Beispiel auch mein Vater oder meine Oma Krypto nutzen würde. Allerdings muss man auch immer realistisch sein. Wie weit schaffen sie das? Was sind die Probleme? Und ein Bridge-Hack wäre natürlich katastrophal für den Axelar-Coin und würde wahrscheinlich den auch guten ins Minus launchen. Dementsprechend muss man da vorsichtig sein. Axelar ist nicht mein Hauptaugenmerk. Ich bin aktuell eher für Ethereum Atom am Kaufen. Das liegt aber auch eher daran, dass wir im Bärenmarkt sind und dass die Coins allgemein nicht so gut laufen. Und dementsprechend ich eher mich auf meine Hauptcoins fokussiere. Ob ich mir vorstellen kann, irgendwann mal Axelar zu kaufen? Selbstverständlich. Ich finde es ein cooles Projekt. Die Idee ist krass. Wir werden es alle sehen, wie das Projekt sich entwickelt. Ich habe sie auch auf der Cosmoverse getroffen und da nochmal angehört. Ich finde es eine coole Sache. Die Leute sind auf jeden Fall auch sehr kompetent. Dementsprechend würde ich niemals sagen, ich würde das nicht kaufen. Aktuell liegt mein Augenmerk aber dann doch eher auf die größeren Coins. Einfach Bärenmarkt. Risiko muss man einfach auch sehen. Dementsprechend schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Axelar in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, ob du den Coin kaufen würdest. Weitere Fragen ebenfalls in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.